Herzlich willkommen bei Brennenden Wunders Astrophysik TV. Wir wollen im heutigen Video behandeln bzw. besprechen, wie man die Cantrase-Kerr-Grenze bei einem weißen Zwerg berechnen kann. Also unter der Cantrase-Kerr-Grenze versteht man die theoretische Obergrenze an Masse, was ein weißer Zwerg überhaupt haben darf. Wenn sie überschritten wird, kollabiert es. So. Wir wollen es aber ausrechnen können. Um die Cantrase-Kerr-Grenze ausrechnen zu können, muss man vor allem wissen, aus was ist dieser weiße Zwerg zusammengesetzt. Ist es ein weißer Zwerg aus Kohlenstoff und Sauerstoff oder ein weißer Zwerg mit einem Eisenkern? Warum das so ist, wird man gleich zu sprechen kommen. Und als zweite Komponente, um das ausrechnen zu können, ist natürlich die Sonnenmasse. Weil die Sonnenmasse ist sozusagen ein Bestandteil von der Formel dann, die wir gleich sehen werden. So, jetzt sind wir bei der Formel. Wir haben einmal m-Krit, also kritische Masse, ist gleich 1,45727 in Klammern 2 durch Eta zum Quadrat mal die Sonnenmasse. Unten steht geschrieben, mal Eta ausrechnen. Also Eta ist Massenzahl durch Protonenzahl. Und da Eta Massenzahl durch Protonenzahl ist, hat man schon die Erklärung, warum wir wissen müssen, aus was dieser weiße Zwerg überhaupt zusammengesetzt ist. Weil wir ja diese Nuklidschreibweise hier verwenden. Zum Beispiel, für Kohlenstoff ist es 12,6C und für Sauerstoff ist es 16,8O und für Eisen 56,26FE. Jetzt kommen wir zu der Rechnung. Für erstens. Bei erstens haben wir die Bestandteile Kohlenstoff und Sauerstoff. Nuklidschreibweise 12,6C, 16,8O. Jetzt sind wir bei den weißen Zwergen, die aus Kohlenstoff und Sauerstoff aufgebaut sind. Jetzt gesucht ist natürlich die kritische Masse und natürlich Eta. Und jetzt rechnen wir erstens Eta aus. Wir wissen, Eta ist Massenzahl durch Protonenzahl, also 12 durch 6, beziehungsweise 16 durch 8 ergibt 2, also Eta ist 2. Also bei der Nuklidschreibweise wie bei 12,6c, das obere ist die Massenzahl, das untere ist immer die Protonenzahl. Merken. So, da haben wir jetzt die Gleichung m-Krit gleich dun-dun-dun. Setzen für Eta den Wert 2 ein und schon haben wir die kritische Masse 2,89 mal 10,30 Kilogramm. Das müsste rund 1,45 Sonnenmasse entsprechen. Also das wissen wir, dass ein weißer Zwerg, das im Wesentlichen aus Kohlenstoff und Sauerstoff besteht, die Grenzmasse 1,45 Sonnenmassen hat. Also wenn diese Masse überschritten wird, fliegt dann das Ding um die Ohren. Bei den weißen Zwergen mit dem Eisenkern wird es genauso ausgerechnet. Nur halt bei Eta wird 56 oder 26 eingesetzt und da hat man letztendlich 2,69 mal 10 hoch 30 Kilogramm. Da sehen wir ja, dass weiße Zwerge mit dem Eisenkern eine niedrigere Grenzmasse haben als die, die wesentlich aus Kohlenstoff und Sauerstoff bestehen. Was hat euch gefallen? Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal dann auf Wiederhören.